Servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, Dschungelbuhr wieder mal. Da waren wir vor 2 Monaten circa, wo ich auch das Pentagon da abgestellt habe. Da war ich auch in der Gegend. Und da hat sich jetzt in die 2 Monaten einiges verändert. Komplett grün, Dschungelbuhr. Einfach nur geil. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Ich erzähle euch dann später, was ich alles mit habe und was ich ein bisschen probieren will. Also, schwingen wir uns drüber. Ja, die Brennnesseln sind in der Zwischenzeit schon schön hoch. Und da hängt ein richtiges Froschkonzert. Das suchen wir uns erst einmal an. Ja, die haben mich gehört und vorbei ist mit der Musik. So, ich bin da auf so einem Holzstamm. Aber so wie es ausschaut, haben wir nicht so viel Wasser, da komme ich da rum. So, irgendwie kommen von da drinnen extreme Geräusche raus. Wie so ein Schreien. Ich kann das gar nicht zuordnen, was das für ein Viech ist. Hört sich gefährlich an. Ach, schauen wir weiter. Ah, da fahren wir jetzt ein bisschen lichter. Ich schätze, da wird der neben einem sein. Wo wir schon mal waren. Ah, schauen wir, es ist da sehr anstrengend zum Gehen. Da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo über Holzstickel fällt. Ja, da bin ich wieder. Und so wie beim letzten Mal regnet es heute auch wieder. Optimal. Ich habe mir zwar eine Regenjacke mitgenommen, aber da ab. Habe ich keins eingepackt. Naja, schauen wir mal. Noch tröpfelt es ja quasi erst leicht. Und da versteckt sich ein Blindschleicherl. Die sterben aber gar nicht. Ja, jetzt suche ich mir wieder geeignete Stelle, was ja nicht so einfach ist. Ihr kennt es mir. Aber ich werde dort einmal drüben reinschauen. Da hast du jetzt da oben. Und dort drüben rein. Ja, der schaut auf alle Fälle besser auf. Und oben mir. Ist auch okay. Ja, Hexen, es ringt, dann habe ich es feucht, aber was so ist. Ja, Freunde, werden wir es da jetzt gemütlich machen. Ich werde jetzt einmal meinen Pico-Grill anzünden. Und werden wir da was Pfeffergriller werden wir drauf haben. Ich habe euch ja erzählt, die haben wir so 2 Grillspieße gekauft. Da gibt es dann ein separates Video davon. Und die kann man dann am Griller, wie das dann genau ausschaut. Seht ihr dann eh noch, wenn es in Aktion ist. So, jetzt werden wir mal anzünden, ein bisschen Holz holen. So, jetzt werden wir mal das Ratebett entzünden. Da ist er schon da. So, die Spieße haben wir hergekriegt. Die haben so eine Klemmvorrichtung, die kommen da drauf. Ich zeige euch das nochmal hier. Die haben so eine Klemmvorrichtung, kommen da drauf und dann kann man schon aufstecken. Ja. Drauf damit die Griller. So. Ja. Ich denke, das werden wir jetzt einmal kosten, oder? Schneiden wir mal an. Sehen wir sicher. Wollen wir sehen. Da.
Mahlzeit. Durch. Sehr gut, diese Pfefferlinge, die wir die heißen. Ja, mir werden auch die zwei reichen. Die anderen zwei habe ich wieder einpackt. Ich hätte es wohl jetzt erglüht, aber. Gar keinen großen Hunger mehr. Dann reichen wir die zwei Stücken. Ja, Freunde, gegessen habe ich und ich wollte mir jetzt eigentlich gerade ein Käffchen machen, aber ich glaube, das Wetter macht mir da schon einen Strich durch die Rechnung. Es rennt schon durch. Ja, der Hobo war noch heiß. Ei, werden wir gar nichts machen. Jetzt war heute mal ganz eine normale Art. Mit meinem Nierenbecher mal wieder. Ja, Freunde, Käffchen ist fertig. Heute mal wieder in der Nierentasse, weil ich zuerst gerade ein kleines Video gedreht habe über einen Cowboy-Kaffee ohne Sud. Ich weiß nicht, ob das Video schon online ist oder ob es online kommt, aber es kommt auf alle Fälle. Ich werde es auf alle Fälle da oben verlinken. In dem Sinn, meine ganze Krankensaison, der erste Gruß gehört wieder mal euch und dann an alle anderen. Prost, Freunde! Ja, so lasst es natürlich auch machen. Geht natürlich alles mit heim, bleibt natürlich nichts da liegen. Hobo wäre jetzt noch schon langsam ausgelassen, ich habe noch ein Flaschen Wasser da, das werden wir sicher jetzt rüber löschen. Obwohl es wahrscheinlich eh bald ringer wird, aber egal. Sicher ist sicher, da lasse ich nichts einreißen. Ja, komisch ist, die Viecher haben sich jetzt beruhigt, also das ganze Ungeziefer, das ist alles wie wegblasen. Das ganze Gefrieren mehr da. Komisch riechen die das, was kommt. Ja, egal, wie auch sei, ich trinke jetzt noch in Ruhe aus, pack dann schon langsam zusammen und dann werde ich schon langsam weiterziehen, bevor das Gewitter kommt. Wenn nicht, wäre ich ein bisschen nass, wenn ich durch das durchwollt. Ah, egal. Ja. Aber das ist eh schon aus. Ach, die Lacki. So. Ein bisschen drüber, das steht eh von der Lauf. So, Messer vom Patrick habe ich schon montiert. Passt super. Ja, alles Paletti und jetzt gehen wir heim, bevor es regnet. Ja, ich werde mich da jetzt wieder durchschlagen. Und da die kleine Futur da quasi. Und dann ziehe ich wieder vier Richtung Weg. Weil durch die Brennnesseln muss ich mich nicht unbedingt durchschlagen. Das ist nicht so lustig. Ja, bin ich schon fast da. Ja, gar so lustig ist da jetzt auch nicht. Bei den Brennnesseln. Überhaupt, wenn man kurzes Leiberl hat. Aber ja, da müssen wir durch. Beide ist ja nicht mehr. Ist gar nicht so einfach zurückfinden. Ne? Ich glaube, da habe ich mich durchgekämpft. Schauen wir zurück da. Au! Die Vögel zwitschern leise. Das niedelt schon wieder dezent. Ja, jetzt sind wir es nicht mehr so weit. Hey, guck da. Da kommt die Sonne mit durch. Ja, das war es einmal wieder. Von der kleinen Tour durch den Dschungel. Ich kann mich immer wieder bedanken fürs Dabeifahren, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und sag Servus, die Mauern und pfiat euch die Buben.